Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zum zweiten Video über den SV6301A, den Super Nano VNA mit großem Bildschirm, mit einer einfachen Bedienung, mit präziser Messung und das bis 6,3 GHz, was ziemlich gigantisch ist für einen solchen VNA. Ja, doch was kann man eigentlich mit einem vektoriellen Netzwerk-Analyzer überhaupt machen? Das wollen wir heute im Praxisteil einmal klären. Das heißt, wir werden einige Sachen mal durchmessen und ich werde euch dann auch hier ganz konkret die Bedienung an diesem Gerät zeigen. Da das eine Menge Holz ist, fangen wir direkt an. Bevor wir mit dem Messen loslegen, sollten wir noch was ganz grundsätzlich klären. Und zwar, wie funktioniert eigentlich ein solcher VNA? Was macht der überhaupt? Nun, ein VNA ist im Gegensatz zu vielen anderen Messinstrumenten nichts, wo etwas reinkommt, sondern das Gerät selber erzeugt ein Signal und schickt das raus, um zu prüfen, wie verändert sich das Signal. Und dafür gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt sogenannte S11-Messungen, bei denen etwas an Port 1 rausgesendet wird. Und ihr seht das auch an der Grafik. Dann wird geprüft, was kommt denn an Port 1 auch wieder zurück. Was wird reflektiert zum Beispiel? Die zweite Variante ist eine sogenannte S21-Messung. Dabei wird hier etwas an Port 1 rausgesendet, zum Beispiel in einen Filter rein. Das kommt dann hier an Port 2 an und dann wird geprüft, wie hat sich das denn verändert, was dadurch das DUT, das Device Under Test, unser Testobjekt, gegangen ist. Das sind im Prinzip die beiden Arten von Messungen, die man hier durchführen kann. Es gibt bessere Netzwerkanalyzer, die dann auch noch den umgekehrten Weg gehen können. Das heißt, man kann an Port 2 Sachen raussenden und dort die Reflexionen ebenso testen oder von 2 an 1 senden. Aber das kann man hier realisieren, indem man einfach die Geräte anders ansteckt. Und wir fangen mal an jetzt mit dem einfachen Messen einer Antenne. Die Antenne, die ich hier habe, das ist so eine simple Klappantenne, wie man sagt auch Armeeantenne dazu, weil es die auch oftmals bei der Armee gibt. Die habe ich mir irgendwann gekauft, um die nutzen zu können an meinem ICOM IC705 für 2 Meter und 70 Zentimeter. Und wir wollen mal schauen, wie gut ist die denn wirklich. Wir wollen das SWR messen, also das Stehwellenverhältnis der Antenne. Also das, was wir raussenden, das kommt wieder zurück und dann messen wir, was ist denn da wie, wo, auf welcher Frequenz zurückgekommen. Und deswegen machen wir jetzt eine sogenannte S11-Messung und schließen das hier mal an Port Nummer 1 einfach die Antenne an. Ja, sobald wir das gemacht haben, sehen wir auch, dass sich auf dem Display dann einiges schon tut. Aber wir wollen das Ganze jetzt hier natürlich etwas übersichtlicher gestalten und anpassen. Dazu mache ich zunächst mal Folgendes. Ich lade eine Kalibrierung rein, die sich begrenzt wirklich auf den Bereich zwischen 100 und 500 MHz. Das mache ich hier einmal über Recall und Recall. Und dann habe ich eben hier jene vorbereitete Kalibrierung, die ich vorher schon gemacht habe. Und die laden ich hier jetzt einmal rein und dann seht ihr, verändert sich hier der Messbereich eben auf diesen Bereich zwischen 100 und 500 MHz. Das solltet ihr grundsätzlich machen, euch so ein paar Kalibrierungen hier anlegen, damit ihr für solche Fälle etwas habt, wo ihr dann schnell eine Kalibrierung, eine passende, laden könnt. Das zweite, was wir dann machen, ist die Traces anpassen. Ihr seht, wir haben hier insgesamt 4 Traces und die sind auch alle eingeschaltet. Wir brauchen aber nicht alle, sondern wir können hier auf einige verzichten. Hier gibt es zum Beispiel auf dem Trace Nummer 2 ein LogMAC für eine S21-Messung, also hier drüber. Das machen wir ja gar nicht, können wir also ausschalten. Genauso gibt es hier auf dem Trace 4 eine Messung der Phase. Auch das brauchen wir hier nicht, können wir ausschalten und wir beschränken uns auf das SWR und hier auf unseren Smith-Chart in der Mitte, der uns Realteil und Imaginärteil der Impedanz dann anzeigt. Ja, ihr seht die Antenne jetzt hier auch schon so ein bisschen mal die Werte. Wir können so ein bisschen was ahnen. Ganz grundsätzlich hier an dieser Stelle
Im Moment ist das hier eher schlecht, weil die Antenne direkt über dem Tisch liegt und darunter auch Leitungen verlaufen. Wenn ich das hier mal so ein bisschen kippe, dann werdet ihr sehen, dass das SWR hier auch direkt besser wird auf 2 Meter. Wir lassen es jetzt aber mal für das bessere Filmen, lasse ich das jetzt einfach mal so liegen. So, jetzt wollen wir uns konkret Werte anschauen, zum Beispiel im 2 Meter oder im 70 Zentimeter Band. Und das können wir mit den Markern machen. Ein Marker ist hier schon gesetzt und die Position des Markers, die können wir verschieben hier mit diesen Pfeiltasten. Das heißt, wenn ich diese Pfeiltasten hier einmal drücke, dann seht ihr, wie hier dieser Marker hin und her wandert. Und dann kann ich den zum Beispiel hier auf diese Position setzen im 2-Meter-Band oder annähernd 2-Meter-Band. Und dann sehe ich hier oben die Werte. Für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, das ist aber immer noch sehr klein, gehen wir mal ganz kurz ins Markermenü. Und für das Video hier gehen wir auf Info Set einmal. Und dann können wir hier nämlich die Schriftart noch vergrößern auf bis zu maximal 24. Und dann seht ihr, ist das hier schon sehr, sehr groß. Und wir können hier schon sehr viel ablesen. Ja, wir können auch weitere Marker hinzufügen. Das geht mit einem Doppelklick auf Control. Einfach hier einmal einen Doppelklick machen. Dann seht ihr, haben wir jetzt einen zweiten Marker, eine 2 jetzt hier stehen. Und dann können wir auch diesen Marker jetzt hier mit den Pfeiltasten einfach verschieben. Wir können aber auch mit dem Finger drauf gehen auf den Touchscreen und den dann hier hinziehen. Ihr könnt den auch anders positionieren. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, den speziell auf eine bestimmte Frequenz zu legen. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie sieht es denn bei 435 MHz aus, dazu drücken wir hier einfach die Control-Taste und dann gehen wir auf 435 MHz und dann wird dieser Marker, ihr seht das genau, auf 435 MHz gesetzt, zumindest in die Nähe. Man muss ja immer sehen, wie viele Testpunkte hat man hier und wie weit sind die auseinander, aber dann haben wir zumindest jetzt hier einen Messwert. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Marker automatisch setzen zu lassen. Dafür können wir hier einmal auf Search gehen und dann können wir sagen, für den Marker Nummer 2 möchte ich im Trace Nummer 1 den minimalsten Wert haben, automatisch. Gehe einmal zurück und dann wird eben der hier automatisch immer auf den kleinsten Wert gesetzt. Selbst wenn ich den jetzt hier verändere, seht ihr, springt er also sofort wieder dahin zurück. Das ist der niedrigste Wert hier, mein bestes SWR. Ja, so kann ich im Prinzip mir anschauen, wie sieht meine Antenne denn aus, wie performt die in bestimmten Bereichen, und ich bekomme hier über die Marker angezeigt, wie ist das SWR und wie sind hier Realteil und Imaginärteil meiner Impedanz am Speisepunkt. Machen wir noch eine zweite Messung mit Antennen. Dafür habe ich hier mal an 2 Antennenkabel 2 Eigenbauantennen für 2,70 Meter angeschlossen. Und ich will jetzt mal wissen, welche dieser beiden Antennen ist denn eigentlich die bessere für 2 Meter. Und deswegen schließen wir hier mal die erste an. Ich werde dann auch hier wieder eine Kalibrierung direkt laden für diesen Bereich für 2 Meter. Also einmal hier auf Safe Recall und dann Recall. Und hier habe ich jetzt eine angelegt für 144 bis 146, die ich mir dann einfach reinlade. Jetzt warten wir kurz die Messung ab und dann sehen wir hier, wie die Antenne hier in diesem Bereich performt. Da oben sehen wir die Werte. Ich mache es auch wieder ein bisschen größer für euch, dass ihr es einfach lesen könnt. Wir gehen dazu wieder hier in Marker rein und machen die Schrift mal wieder groß. Dann kann man hier relativ gut sehen, wo wir hier sind und welches SWR wir hier nun haben. Ja, aber wir wollen ja vergleichen, wir wollen ja sehen, welche der Antennen ist besser. Und dafür gehe ich jetzt hin und speichere mir quasi diese Antenne jetzt oder diesen Verlauf, diesen Scan einmal ab. Und zwar mache ich das in eine Referenz rein. Dafür gibt es hier diesen Punkt Ref, Ref1, Ref2. Und wenn ich da einmal drücke und halte, dann kann ich 2 Referenzkurven abspeichern. Und das mache ich einmal. Ich gehe hier einmal auf Ref1 und dann sage ich, in diese Referenz 1 soll das reingeschrieben werden, was in Track Nummer 1 ist. Das sehen wir hier. Track 1 ist ja unten diese SWR-Kurve. Die möchte ich da einmal drin haben. Dann wird das hier ja so rosa, einfach weil das jetzt überlagert ist von Ref1. Und ich will gleichzeitig eine zweite nutzen für den Smith-Chart. Also gehen wir nochmal da drauf, nehmen die Ref2 jetzt hier und setzen die auf unseren Trace Nummer 3.
und dann ist der hier so rot überzeichnet und damit habe ich mir jetzt quasi diese Kurven gespeichert, als Referenz hinterlegt. Jetzt kann ich die erste Antenne hier einmal abklemmen und klemme dann die zweite an. Und daraufhin, wenn das dann jetzt hier durchgescannt wird, kann ich dann genau sehen, welche Antenne ist denn die bessere. Und jetzt kann man das hier eigentlich ganz gut sehen, auch mit den Referenzkurven. Ihr seht, wir haben hier noch in Rot das alte Smith-Diagramm und haben hier jetzt in Grün das neue. Und ihr seht, wir sind hier deutlich besser, viel näher eigentlich hier am Optimum dran und haben auch nicht so eine große Streuung, was den Imaginärteil angeht. Also deutlich besser. Auch hier unten im SWR sieht man das klar. Ja, die alte Antenne, die erste, die wir hier hatten, die ist hier noch so rosa hinterlegt, steigt hier schneller an, viel schneller an und ist insgesamt auch etwas höher. Wenn wir hier mal vergleichen die Werte, dann seht ihr, sind wir hier, haben wir durchgängig ein SWR von 1 zu 1,0 irgendwas. Ja, und wie war der alte Wert? Den können wir uns auch einblenden lassen. Dafür gehe ich auch mal hier auf den Punkt Infoset und dann ändern wir hier einmal diesen Punkt Track 2 auf Ref 1 und sobald ich das mache, kriege ich hier diesen Referenzwert angezeigt. Ihr seht das, wenn wir jetzt hier nochmal hingehen, dann sehen wir hier zum einen jetzt in Gelb das SWR der neuen Antenne und hier dann in Rosa das SWR der alten Antenne. Und ihr seht, die ging hier, wenn wir dann mal zum Ende hingehen, schon hoch bis zu 1,6, während die hier bei 1,1 immer noch ist. Also das die deutlich bessere Antenne und das kann ich hier eben mit dieser Referenzfunktion auch sehr gut abbilden. Ja, wenn ihr das wieder löschen wollt mit der Referenzfunktion, einfach einmal drauf und dann hier unten auf Clear, dann werden diese Referenzkurven entsprechend wieder gelöscht und hier im Bereich Infoset kann man dann auch da natürlich das wieder auf den Trace 2 zurücksetzen. Wir können aber nicht nur Antennen damit durchmessen, sondern mit den angesprochenen S21-Messungen auch Messungen von einem Port zum anderen. Und dazwischen haben wir dann zum Beispiel einen Filter oder hier ein solches Dämpfungslied. Da steht großmundig drauf, dass es bis 3 GHz genutzt werden kann. Und das können wir hier mit dem Gerät jetzt auch mal testen. Bevor wir das allerdings machen, sollten wir neu kalibrieren. Denn bei solchen Tests von Filtern oder Dämpfungsgliedern haben wir in der Regel ja Kabel, die an unser DUT, an unser Device Under Test, unser Gerät im Test, angeschlossen werden. Und wenn wir hier neu kalibrieren, dann kalibrieren wir direkt am Ende des Kabels. Und das hat den Vorteil, dass die Kabel dann rausgerechnet, rauskalibriert werden und wir wirklich nur unser Gerät testen. Ja, das mache ich jetzt hier gerade mal. Ich habe schon ein paar Voreinstellungen gewählt von 50 kHz bis 4 GHz, habe mir auch hier die Traces entsprechend ein bisschen angepasst und dann fangen wir an mit der Kalibrierung. Ich schließe als erstes hier wieder den Open-Stecker einmal an. Dann gehen wir auf Calibrate, resetten hier und gehen dann auf Calibrate nochmals und lassen dann jetzt hier einmal ein Open durchlaufen. Und da habe ich auch extra ein paar mehr Punkte eingestellt, auch eine kleinere Bandbreite, um eine sehr feine, sehr genaue Messung machen zu können. Ja, und sobald er jetzt hier fertig ist, werden wir dann als nächstes hier weitermachen mit unserem Short, dann mit dem Load und dann schließlich beide Kabel verbinden und das dann testen. Wenn die Kalibrierung dann abgeschlossen ist, können wir dann hier unser Dämpfungsglied jetzt einmal dazwischen schalten für die S21-Messung. Denkt daran, hier die Kabel richtig festzumachen, denn lockere Kabel können die Messung verfälschen. Ja, dann warten wir mal ganz kurz ab, bis der hier das durchgemessen hat. Ja, und dann sehen wir hier den Verlauf der Dämpfung. LogMAC hier über eine S21-Messung. Und dann seht ihr hier, wir sind tatsächlich von 0 runter auf minus 40 dB. Ja, wir können hier tatsächlich auch schon direkt sehen, das sieht sehr, sehr gut aus bis hier etwa zu diesem Punkt. Wir gehen mal dahin.
Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier so etwa, ja, da sind wir so bei 1,7, 1,8 in etwa. Das 1,8 Gigahertz, das ist also durchaus eine sehr solide Performance. Danach wird es hier, das seht ihr schon, so ein bisschen holprig. Insgesamt sieht es da aber immer noch gut aus und wir bleiben hier auch so bei den 40 dB. Ja, bis zu diesem Punkt etwa würde ich sagen, hier beginnt es dann aus den Fugen zu geraten und das ist tatsächlich genau bei 3 GHz. Wenn wir dann ein bisschen weiter noch gehen, hier, da wird es dann sehr holprig bei 3,5, da kann man es also schon nicht mehr wirklich benutzen, den Filter hier, so das, da würde ich sagen, ist ungefähr so das Maximum, ja, ungefähr vielleicht, so, aber dann wird es auch schon hier dann sehr holprig und danach, ihr seht das, geht die Dämpfung hier hoch und wir können auch mal schauen, wo unser Maximum ist, gehen mal hier gerade auf Search und suchen hier mal für unseren Trace 1 das Maximum einmal raus und da seht ihr, das liegt hier an diesem Punkt, da haben wir nur noch eine Dämpfung von minus 32,3 dB und das ist natürlich da in diesem Fall dann nicht mehr so wirklich nutzbar, da wären wir dann ja schon ja, fast 8 dB unter dem, was der Filter uns verspricht. Aber was die 3 GHz angeht, die hier draufstehen, das denke ich mal ist durchaus in Ordnung, also da stimmt der Filter. Damit kann man natürlich auch Eigenbaulösungen testen. Ihr seht hier mal ein Dämpfungsglied, was ich ja vor ein paar Jahren mal zusammengeklöppelt habe. Als ich für Klasse A gelernt habe, muss das so gewesen sein. 10 dB Abschwäche habe ich mir hier zusammengelötet. Und wenn wir das hier mal durchmessen, dann sehen wir, ja, also es hat schon überall mindestens 10 dB. Aber die Linearität ist hier natürlich ja eine ganz andere. Ihr seht das, wenn wir hier durchgehen. Also da sind teilweise ganz große Unterschiede. Hier mal minus 23 bei 1,3 GHz oder hier bei, wo sind wir da? Ja, so bei 2,6, 2,7 GHz haben wir minus 50 dB. Also das ist ja nicht so wirklich linear. Aber man kann eben damit auch solche Sachen dann durchmessen, wenn man selber bastelt und ausprobieren und schauen, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich meine Schaltungen verbessern. Auch das ist damit möglich. Aber es gibt auch die Möglichkeit, hier automatisch eine Bewertung der Qualität vorzunehmen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Zum Abschluss schauen wir uns mal noch zwei Filter an, die wir durchmessen wollen. Und das erste, was ich jetzt hier angeschlossen habe, ist ein Bandpassfilter für 10,7 Megahertz. Ich zeige euch das mal gerade. Dafür habe ich hier so ein Testboard. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, ohne dass es abreißt. So sieht das aus. Da sind verschiedene Schaltungen drauf und damit kann man halt eben hier so einen VNA dann auch testen, ohne dass man selber jetzt 100.000 Sachen selber basteln muss. Ja, ich habe hier schon so ein bisschen was eingestellt. Wir sind hier von 3 bis 30 MHz, haben wir eine Kalibrierung gewählt und es sind auch schon einige Sachen hier drauf. Wir wollen mal hier uns drauf konzentrieren, auf diese 10,7. Dafür gehe ich zunächst mal hier in den Frequenzbereich rein, sage Set Frequency und jetzt wählen wir nicht Start und Stopp, sondern Center Frequency und Span. Das könnt ihr dann hier entweder direkt einstellen oder ihr wählt hier eben unten die Punkte und ich möchte eben jetzt diese 10,7 haben als Mitte quasi, 10,7 Megahertz und dann wählen wir hier einen Span von 2 Megahertz. Ja, und dann sind wir hier quasi, haben wir den Filter sozusagen genau in der Mitte. Jetzt können wir den auch schon ein bisschen besser sehen. Ich zeige euch aber trotzdem jetzt mal noch ganz kurz, wenn all diese Sachen nicht da sind, wie wir das hier umschalten würden. Im Moment steht das auf SWR und eine S11-Messung. Wir wollen ja einen Filter durchmessen, also müssen wir auf S21 dazu drücken und halten. Dann können wir hier Toggle Channel wählen. Damit wird halt eben umgeschaltet zwischen S11 oder S21. Dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir hier noch mal drauf und dann können wir als nächstes das Format ändern. Und hier seht ihr im Prinzip die ganzen Sachen, die hier durchgemessen werden können, die ganzen Messungen, die gemacht werden können. Und es ist eine ganze Menge, wie ihr hier seht. Wir wählen jetzt hier eben LogMAC aus, um eben hier die Dämpfung einmal zu sehen.
Und dann seht ihr, dass unser Filter hier so ja mit 20 dB ungefähr in der Spitze ist und hier rechts und links fällt das eben stark ab. Das sind eben hier so die Werte. Wir können hier die Skalierung auch noch automatisch ändern. Dafür geht man hier einmal nochmal drauf. Dann könnt ihr entweder Scale wählen, um selber zu skalieren, und die Ref Position ist die Ref, also die der oberste Punkt im Prinzip. Wir können aber auch einfach auf Auto Scale gehen und dann setzt der das hier so hin, dass es optimal drin ist. Was wir hier noch sehen, hier ist relativ viel Rauschen drin. Das können wir verbessern, indem wir hier im Bereich Stimulus die IF-Bandbreite noch ein bisschen runtersetzen. Wenn ich die hier zum Beispiel mal auf 3,12 setze, dann sinkt hier das Rauschen. Das Rauschen wird weniger, aber das Scannen dauert auch länger. Wenn ich es noch niedriger setze, dann werdet ihr das sehen. Dann wird das noch deutlicher. Ihr seht, die einzelnen Scan-Vorgänge dauern jetzt entsprechend lange, aber wir haben auch ein bisschen weniger Grundrauschen hier drin. Ich lasse es mal auf 3,12 hier stehen. So, hier können wir jetzt schon so ein bisschen was bewerten, indem wir hier zum Beispiel einfach mal uns Marker setzen an bestimmte Positionen. Aber, und das ist hier eine Besonderheit, wir können hier auch automatisch bestimmte Sachen durchführen. Dazu lösche ich als allererstes mal den zweiten Marker hier, sodass wir nur noch einen Marker haben. Und dann setze ich diesen einen Marker hier an unsere Filterposition hin, so ganz grob. Das reicht schon, damit er eben das Gerät weiß, da ist der Filter. Ja, und dann gehen wir hier einmal in Marker rein und dann haben wir hier den Punkt Sweep Analysis. Und da klicken wir einmal drauf und jetzt können wir hier verschiedene auswählen, zum Beispiel eine Bandpassanalyse. Da gehen wir einfach mal drauf, denn das ist ja hier ein Bandpassfilter. Dann dauert es ein bisschen, der zieht seine Messpunkte durch und wir kriegen dann irgendwann die Meldung, dass es soweit in Ordnung ist. Und dann sehen wir hier die ganzen Werte dann angezeigt. Wir sehen die Center Frequency, wir sehen hier die Bandbreite bei 3 dB, die Bandbreite mit 6 dB und wir sehen auch hier den Qualitätsfaktor. Wir sehen hier die niedrigere Seite, ja, und auch mit den entsprechenden Cut-off Points hier, Cut-off Frequency bei minus 3,5 dB bzw. minus 3,3 dB liegen die hier bei der Anzahl der Messpunkte. So sehen wir hier den Filter automatisch jetzt schon vor uns und sehr gut durchgemessen. Wir können auch hier jetzt wieder rausgehen und er hat uns hier automatisch dann auch Marker gesetzt, zwei neue Marker, die dann auf diesen 3 dB Cut-off Points hier liegen, und so können wir im Prinzip schnell Informationen bekommen über den Filter. Auch hier nochmal ein zweites Beispiel. Ich habe jetzt mal einen Low-Pass-Filter hier angeschlossen für 400 MHz. Da wollen wir mal schauen, passt das, schafft er das? Und da machen wir auch wieder hier quasi im Marker-Menü einmal den Punkt Sweep Analysis und nutzen hier die Funktion des Low-Pass-Filters. Analysis. Und wenn wir da einmal kurz warten, bis er die Punkte hier durchgemessen hat, dann sehen wir hier unten auch unsere Werte. Ihr seht, der Filter ist nicht ganz so gut wie angegeben. Die Cut-off-Frequency liegt hier bei 376 MHz, nicht bei 400. Da haben wir 3 dB, dann eine Absenkung. Dann sehen wir hier noch den 6 dB-Punkt, der liegt bei 440. Ein 60 dB-Punkt, das ist hier nicht gegeben. Deswegen wird das nicht angezeigt. Und dann sehen wir eben hier noch das Roll-off, also wie stark der abfällt pro Oktave bzw. Dekade. Und wir haben auch gleich hier entsprechend wieder hier Marker gesetzt bekommen in unserem Bereich rein. Und da hat er einen in den Passband gesetzt und einen hier an den 3 dB Cut-off Point bei 376. Ja, Megahertz. So, wenn ihr das Ganze jetzt zum Beispiel speichern wollt, etwa weil ihr den Filter verkaufen wollt, zeige ich euch auch nochmal gerade. Dazu drückt ihr Function und Control. Dann wird das Ganze hier einmal als BMP-Bild abgespeichert auf der internen SD-Karte und darauf könnt ihr natürlich zugreifen, hier, wenn ihr einmal auf File geht, und dann habt ihr hier die einzelnen Unterordner, zum Beispiel den Ordner Image, und da ist dann eben hier das Bild, was wir gerade abgespeichert haben. Da klicken wir einmal auf Open und dann sehen wir hier im Prinzip unser Bild. Ihr seht hier auch so Pfeile, wo man dann noch durchblättern kann durch andere Bilder, oder ein Mülleimer-Symbol, wo man das Ganze löschen kann, oder eben auch hier, wo man
zurückkommt, wieder in diese Ansicht. Ja, apropos in dieser Ansicht, ihr könnt das Gerät auch einfach per USB-Typ-C-Kabel hier mit dem Rechner verbinden und sobald ihr dann hier auf den Punkt U-Disk-Modus geht, wird hier die interne SD-Karte als Laufwerk am Rechner erkannt und dann könnt ihr von dort aus ganz einfach dann die Bilder rüber kopieren auf euren Rechner. Soweit mein Praxisvideo hier mit dem SV6301A, dem Super Nano VNA, wenn man so möchte. Ja, ihr habt gesehen, man kann hier eine ganze Menge messen, nicht nur Antennen, sondern zum Beispiel auch alle Arten von Filtern, also so Sachen wie Bandpassfilter zum Beispiel, Notchfilter, Tiefpassfilter, Hochpassfilter etc. Man kann Dämpfungsglieder messen, auch solche schaltbaren Dämpfungsglieder, wo dann einzelne Sachen hinzu und wieder weggeschaltet werden oder auch so Sachen wie hier zum Beispiel eine Mantelwellensperre oder sowas, das kann man auch damit messen, also alles, was quasi die Hochfrequenz irgendwie verändert, was dämpft oder reflektiert oder verstärkt zum Beispiel, all das ist damit möglich. Ja, ich hoffe, mein Praxisvideo hat euch gefallen. Falls ja, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne könnt ihr mir auch Vorschläge machen, was ihr sonst noch so hier am SV6301 oder am Nano VNA sehen wollt an Praxis. Da machen wir da vielleicht noch ein weiteres Video. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Gerne könnt ihr das Video auch weiterempfehlen und natürlich nicht vergessen zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit ihr eben über die kommenden Videos auch informiert werdet. Von mir zum Abschluss wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.